Hallo und herzlich willkommen beim Ankündigungsvideo von einem Server. Wir sind momentan noch ein bisschen unschlüssig, ob wir jetzt wirklich einen öffentlichen Server wollen mit Plugins. Aber ohne Plugins geht es halt ein bisschen schwer. Ich habe jetzt mal die Snapshot-Version, die neueste. Und wir können wirklich noch einen Exo-Server davon machen mit den tollsten Spielen und den, ja, die man vertrauen kann und alles. Würde ich gerne machen. Dann mit 1.13 einen Server, der halt ohne Plugins mal ist. Und dort können wir natürlich auch wieder die einladen, die natürlich tolle Menschen sind und auch ja, lange dabei bleiben und so weiter. Und eventuell, wenn dann Plugins rauskommen für 1.13, dann können wir wirklich auch den Server dann explodieren, also zu dieser Version bringen. Auf jeden Fall möchte ich natürlich eine Welt mit RPG machen, aber ich möchte so gut wie möglich alles Freebuild machen. Die Hauptwelt wird Freebuild sein. Da dürft ihr natürlich auch ein bisschen terraformen, da dürft ihr ja, überall bauen, wo ihr wollt und eventuell auch Plots oder so ein bisschen irgendwie etwas, oder? Dann gibt es eine Farmwelt. Da könnt ihr natürlich farmen, müsst ihr natürlich auch ja, Sachen holen, ohne dass ihr die anderen zwei Welten dann kaputt macht und so weiter. Und dann gibt es noch eine Erbergewelt, weil viele haben sich so gefreut, als ich Valonia gelivestreamt und Let's Played habe. Leider ist da ein bisschen ein Streit vorausgegangen. Wir machen das natürlich besser. Wir schauen, dass die Owner sehr nett sind, aber das voraussetzt natürlich, dass ihr auch nett seid. Wir sind dann einfach ein Server, der halt eben nicht gerade alle sofort hasst oder die Items wegnimmt und alles mögliche, nur weil es im Rollenspiel der Welt im Dorf dann eine Rüstung tragen, sondern wir werden natürlich hinweisen oder wir machen das einfach so, dass halt ihr auch Rüstungen tragen dürft und alles mögliche. Auf jeden Fall machen wir dann auch ein bisschen etwas mit Kulturen, also dass ihr ja irgendwie eine Kultur haben wollt, mal ein Dorf oder eine Stadt mit anderen gründet, eventuell halt auch ein bisschen Krieg macht oder so. Wir hoffen, dass es einfach nicht gerade zu einem, ja, ich mache dich alle kaputt und alles mögliche durchgeht und dass alle Krieg miteinander haben oder so. Aber eventuell ist halt PvP auch mal lustig nebenbei. Ihr müsst euch einfach beherrschen können und nicht alle sofort den Krieg erklären und alles mögliche. Ja, sonst machen wir nämlich PvP sofort aus, dann könnt ihr nichts mehr, dann könnt ihr nur noch blöd im Chat herumdenken, dann können wir euch silenzen. Ja, es ist, also eben, einfach eine Beherrschung. Ich habe mit einem geredet, den ich schon längere Zeit kenne, dem Seslik, und er hat gesagt, er hat keine Lust mit kindischen Getue und so weiter. Ihr dürft auf den Server kommen, aber euch nicht wie ein Kleinkind verhalten, gell? Und es dürfen wirklich jeder, der sich natürlich auch beherrschen kann, auf den Server kommen. Aber so richtig frei wollen wir natürlich, die Freiheit würden wir dann einfach denen geben, die natürlich nicht gleich irgendwie griefen oder so Sachen. Also einfach ein bisschen Vertrauen ist wichtig. Und, oh, das sieht schön aus hier. Ja, deshalb, wir wollen den Server nicht nach ein oder zwei Monaten dann schon wieder weg begraben, nur weil sich Leute nicht beherrschen können. Und wenn dann wirklich nicht auf die Regeln geschaut wird und es Ignoranzen gibt, also dass Leute den Ownern ignorieren und so weiter, dann heißt es Bann, oder? Aber das werden wir natürlich nur tun, wenn es wirklich auch so ist. Und dann müsst ihr halt ja, euch wieder entschuldigen und alles, dann kommt ihr wieder auf den Server. Aber eben,
sollte alles eigentlich in diesem Rahmen sein, wo wir eigentlich auch wollen. Und eben Owner haben das letzte Wort sozusagen. Also ja, die Owner sind im Recht, die Spieler nicht. Aber trotzdem, es gibt extreme Freiheiten. Ihr dürft natürlich auch ein bisschen murmeln. Es wird nicht sofort immer alles gemacht. Ja, wir wollen das einfach vermeiden. Wir haben daraus auch gelernt. Aber eben, es ist so wie zum Beispiel im Schwimmbad oder so. Eigentlich ist ja immer der Owner, der Bademeister da, der Schuldige dann, wenn irgendwas passiert. Aber wenn dann ignoriert wird, dann ist der Owner im Recht, oder? Also, wir wollen jetzt einfach schon mal klarstellen, dass der Server halt auch erwachsen ist. Und da haben sich halt Lausbuben und alles Mögliche nicht so gut. Also, wir hoffen, dass der Server einfach ganz gut läuft. Und dafür werden wir natürlich auch ohne einstellen, aber keine Leute, die wir schon sehen, dass er kindisch ist oder gleich mal alles entschieden wird oder sonstige Sachen. Also, ja, Cheats auf unserem Server und Hacks sind nicht willkommen. Wir werden natürlich da auch einen Schutz machen und so weiter. Und hoffen alles Beste, gell? Ihr habt da wirklich ein super Paradies, solange ihr euch im Rahmen verhält. Und ich hoffe, dass es einfach so, ich würde wirklich auch schauen, dass wir viel livestreamen davon. Ich habe jetzt momentan auch nicht so Lust auf Mods wieder. Ich will am liebsten halt auch wirklich in Sicherheit sein, beziehungsweise nicht gerade Opfer von Griefings oder Flames werden. Und jeder darf natürlich auch livestreamen oder Videos machen. Ihr dürft gerne supporten, ihr dürft ja allerhand machen, ihr dürft Wünsche und Anregungen natürlich mir bekannt sagen, auch im Stream dürft ihr das natürlich, und hoffen das Beste. So, Dankeschön fürs Anschauen dieses Videos. Wir werden natürlich so schnell wie möglich anfangen damit und haben dann einen super schönen Server, der richtig motiviert und auch Spaß macht. Gut, Dankeschön und ja, viel Spaß noch mit anderen Sachen. Tschüss!